Hey zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video. Hier und heute präsentiere ich ein paar Nischendüfte, die meiner Ansicht nach ihr Geld wert sind. Die ich persönlich ganz, ganz toll finde. Der ein oder andere kostet ein bisschen mehr. Ich glaube, ein, zwei sind jetzt nicht so exorbitant teuer. Aber es sind eben Nischendüfte, die schon ein bisschen ja, merklich teurer sind als die üblichen Designerdüfte oder die günstigen Düfte, die ich hier ganz gerne mal vorstelle. Trotz alledem eben Sachen, die wirklich jeden Cent wert sind, bei denen man es sich überlegen kann, ob man nicht zumindest irgendwoher mal einen Restflakon ergreift und seine Gelegenheit ebenso. Lass uns nicht lange großartig hier drum rumlabern. Ich fange einfach mal an. Ich schaue schon hier rüber, mit welchem Duft ich am besten anfange. Wir fangen am besten schwer, dunkel, mysteriös und verworren an. Und zwar mit diesem Freund hier aus dem Hause. Oder ich muss den mal kurz. Der ist aber auch. Moment. Das soll nicht ganz so schäbig aussehen hier. Wir haben das gleich. Das ist aber auch empfindlich. Mein Gott, nochmal. Was ist hier los? Stefan Humbert Lucas Black Gemstone. Da haben wir ihn. Ein Duft, der so riecht, wie er heißt und auch so riecht, wie er hier aussieht. Eine wunderschöne Gestaltungsweise des Flakons, wie ich finde, der Deckel schwer, massiv, der Zerstäuber arbeitet wunderbar, der Flakon schwer, diese Plakette hier vorn drauf, das Logo, alles ein Kunstwerk, vom Duft ganz zu schweigen. Ganz, ganz wundervoller Duft, fantastisch, toll gemacht. Ein Duft für mich mit ganz speziellen Erinnerungen trage ich äußerst selten. Äußerst selten. Und wenn, dann ja, lässt er mich fast schon melancholische Gedankenspiele aufkommen. Aber sei es drum, dieser Duft ist einfach toll. Dunkel, mysteriös, schwer, Weihrauch. Myrrhe, verworren, etwas im Verborgenen, ein Geheimnis, welches es zu beherbergen gilt, was man nicht der Öffentlichkeit preisgeben möchte. So riecht dieser Duft fast schon, hat eine dezente Fruchtigkeit an sich, aber bitte nicht auf die Goldwaage legen, jetzt einen fruchtigen Duft wie einen Kirke hier erwarten mit allem ringsherum beschriebenem, sondern minimal fruchtig, vielleicht irgendeine trockene oder vertrocknete Frucht. Ich weiß nicht genau, was hier genau diesen Ausschlag gibt. Ich habe mal diese Pyramide vorher nicht angeschaut, die Duftpyramide. Aber etwas Trockenfruchtiges umgeben von einer Art Räucherwerk, von dezent holzigen Komponenten und dazu eben dieses Myrrhe, Weihrauch, dunkel, verworrene und verwobene Thema. Ganz, ganz toll. Der Name und die Optik dieses Flakons sind hier absolut Programm. Bei einer Haltbarkeit, die extremst respektentflößend ist und einer Projektion, die es ebenso ist. Mehr ist dazu nicht zu sagen, unisex tragbar. Nicht unbedingt der größte Komplimente-Magnet, das muss man sagen. Aber wenn es dir um eine eigenständige, kreative Duft-DNA geht und wenn du gerade jetzt für die kälter werdenderen Tage etwas suchst, was das gewisse Etwas an sich trägt und dich in den Mantel des Geheimnisvollen hüllen soll, dann probierst du auf jeden Fall hier mal den Black Gemstone von Stefan Humbert Lucas aus. Ganz, ganz grandios. Auch was den Dufteindruck als solches angeht, er wirkt so hochwertig, bis aufs allerletzte ausbalanciert, ausgereift, überlegt. Du hörst schon, oder ihr hört schon, ich schwärme für diesen Duft, aber ich kann ihn einfach nicht zu oft tragen. Das tangiert mich im Kopf einfach zu sehr. Trotzdem, grandios. Dann möchte ich euch hier zeigen, aus dem Hause Mathieu Premier, den Radical Rose. Ich hatte ja in einem meiner letzten Videos eine Lobeshymne auf den Falcon Leather gesungen und das ja, würde ich auch immer noch machen. Mache ich auch immer noch. Es ist ein toller Duft, keine Frage. Aber dieser hier ebenso. Das war, wenn man so möchte, meine erste große Liebe aus dem Hause Mathieu Premier und bis zum Entdecken des Falcon Leather auch die einzige, denn der Rest, ja, ist okay, sage ich jetzt mal. Ich muss sagen, der, wie heißt der, Incense Suave,
meine ich, heißt er. Der wird von vielen sehr, sehr hoch gelobt. Ich kann auch nachvollziehen, warum. Es ist an sich ein schöner Duft, auch ein sehr, sehr potenter Duft, aber er ist mir einfach zu schwer, zu erdrücken, teilweise zu klebrig. Und ja, was soll, es gibt noch viele andere Düfte. Ich habe das Probenset hier, wo im Grunde genommen alles drin ist, was man so braucht. Er ja setzte sich immer durch. Radical Rose von Anfang an. Von Anfang an. Ein wunderschöner, vollmundiger, erwachsener, gereifter Rosenduft, der keineswegs kitschig daherkommt, der nirgendwo klebrig oder zu floral, blumig daherkommt, auch wenn man jetzt sagt, das ist doch ein Rosenduft, wie kann eine Rose nicht floral daherkommen? Florale Düfte neigen ab und zu dazu, einfach zu bunt zu wirken, zu quietschig zu werden und teilweise zu sehr eine feminine Seite auszuspielen, die sie eigentlich gar nicht haben wollen, zumindest meinem Eindruck nach. Und dieser hier macht das einfach nicht. Erst diese elegante, vollmundige, aufgeblühte, erwachsene Rose, umgeben von süßen Komponenten, einem leichten Anflug etwas Orientalischem, was in ihm, also was ihm innewohnt. Und er wirkt einfach so, wie soll ich sagen, komplett. Er wirkt einfach komplett voluminös und einfach raumergreifend. Und genau das unternimmt er ebenso. Er ergreift Raum, er projiziert, er breitet sich aus, er ist quasi überall. Und hier kann es eventuell zutreffen, wenn du ein bisschen zu viel sprühst und wenn die Räumlichkeit gerade nicht passt und es eventuell dazu auch noch ein Eckchen zu warm ist, dass er zu viel werden kann, weil er speziell Richtung Drydown und zum, ja, in der Entwicklung seines Lebens eine Süße generiert und noch mehr Volumen aufbaut, was, wenn du es einfach übertreibst, zu viel sein kann und den einen oder anderen erschüttern kann. Aber bei etwas kälteren Temperaturen, wohl dosiert und einfach angebracht, aufgetragen, ist dieser Duft ein Gedicht. Keine Frage. Sehr schön gemacht. Und er wirkt so natürlich, so echt. Keine Worte. Mathieu Premier, Radical Rose. Ein weiterer Duft, auf den ich unendliche Kompliment-Arien singen könnte. Novellen, Gedichte, man weiß es nicht so genau. Lord George von Penhaligon's. Das ist einer dieser Düfte, die ich anhimmle, die ich fast schon anbete. Und da untertreibe ich nicht. Dieser Duft ist grandios in jeder Hinsicht. Was? Trotzdem trage ich diesen Duft relativ selten, weil ich nicht möchte, dass er für mich belanglos wird. Ich habe den Eindruck, wenn ich diesen Duft zu oft trage, so wie es mit anderen Düften eben auch ist, dann gewöhnt man sich dran. Und aus diesem ganz Speziellen, aus diesem Wunderbaren wird irgendetwas Selbstverständliches. Auch wenn man das gar nicht möchte. Und das will ich bei diesem Duft gerne vermeiden, weil er so wunderschön gestaltet ist. Auch der Flakar, ich meine, schaut euch das an, das ist auch, der ist schwer. Der ist wirklich schwer. Einfach toll gemacht. Auch die Umverpackung mit allem, was dazugehört. Grandios. Und dieser Duft lebt von der Einfachheit und was er daraus macht, nämlich ein trotzdem komplexes, elegantes, wunderbares Kunstwerk, fast schon Meisterwerk, könnte man sagen. Seifennoten, eine alkoholische Note, ich meine, Whisky müsste es sein oder kann es Rum sein, etwas erwachsen, männlich, alkoholisches und eine Tonkabohne. Nicht viel mehr haben wir hier und daraus ergibt sich ein Duft, der eine Komplexität zu haben scheint, eine Eleganz, die er definitiv hat und einfach diesen Wohlfühlfaktor und diesen Gentleman-Faktor, ganz, ganz toll. Haltbarkeit, Projektion sind hier nicht so gut, wie man einem Duft, wie er es zugestehen würde. Die Haltbarkeit, Projektion sind nicht schlecht, das bitte nicht falsch verstehen, aber für das, was man hier zahlt, was man für einen Duft-DNA hat und was man erwartet, bleibt da etwas dahinter zurück. Trotz alledem, das Ganze tut diesem Duft keinen Abbruch. Wunderschön. Lord George von Penhaligon. Ganz, ganz toll. Ein Duft, der sich überhaupt
nicht zu verstecken braucht, was Haltbarkeit angeht, was Projektion angeht oder was die Erwartungshaltung an eben diesen angeht, ist der Ambra Aurea von Profumum Roma. Und dieser Duft ist eine Räucher-Harzbombe ohnegleichen. Ja, mein Ton wird noch aufgezeichnet. Ich habe diesen Duft im letzten Jahr gekauft oder Anfang diesen Jahres? Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ich meine, es war Anfang diesen Jahres. Ich hatte ihn zum Abschluss einer Parfümerietour nochmal aufgesprüht. Habe ihn gerochen und dachte mir so, verdammt nochmal, ich hätte das Ding kaufen sollen und vielleicht einen anderen Duft nicht unbedingt, aber es war, wie es eben ist. Ich habe diesen Duft getragen, er hat mich quasi für Stunden nicht verlassen und mich nachhaltig beeindruckt. Einfach ein unfassbar toller Duft, ein dunkler Duft, ein definitiv schwerer Duft. Dieses Räuchermännchen bringt für mich ein bisschen diesen Anflug von Weihnachten mit sich. Er wirkt so echt, so natürlich, gleichsam lebendig und so unglaublich ausdrucksstark. Ich habe eigentlich alles gesagt. Harzig, dunkel, ambriert, Räucherwerk, ein paar Hölzer rechts und links am Wegesrand. Einfach toll. Und die Haltbarkeit unendlich. Unendlich. Ich meine, auch die Profumum Roma Düfte haben eine Duftölkonzentration von über 40%. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich meine, es ist so. Und dieser Duft verfärbt einfach jedes Hemd und jedes T-Shirt in Duftölfarbe hier. Also hier ein weißes T-Shirt, ein weißes Hemd oder beige oder cremefarben, wie auch immer, und einmal falsch gesprüht. Und das war's. Das ist wirklich krass. Ambra Aurea, Profumum Roma. Lass uns zu den drei Sachen kommen, die ich hier als Abfüllung habe, damit ich auch ja nicht vergesse, das Bildchen dazu einzublenden. Wir fangen mit dem ersten Duft an. Aus dem Hause Filippo Sorcinelli. Und zwar habe ich hier den Reliquia. Den hatte ich ja in einem Video, meine ich, schon mal erwähnt. Und dieser Duft ist himmlisch. Wirklich himmlisch. Ganz, ganz toll gemacht. Er hat von Anfang an diese Weihrauchkomponente. Er hat dieses leichte, na doch schon, nicht nur leicht, schon etwas mehr rauchige an sich. Dieses dunkle, mysteriöse im Ansatz, in Anflügen, aber zu Anfang eine wunderbare, helle Art und Weise an sich, eine Fruchtigkeit aus der Mandarine, meine ich, oder aus irgendwelchen Orangentönen gezogen, ein bisschen Johannisbeere, und wird dann im Duftverlauf nicht wirklich dunkel, nicht wirklich schwer, aber er wird etwas süßer, er wird etwas, ja, verworrener, mysteriöser, geht ein bisschen mehr in dieses Weihrauchthema rein, was bei Filippo Sorcinelli ganz, ganz oft eine zentrale Rolle spielt. Auch hier in diesem Duft, wie ich finde, spielen Weihrauch und verschiedene Räucherkomponenten eine zentrale Rolle. Aber sehr, sehr aufgelockert, sehr allgemeinverträglich, sehr, sehr schön gemacht. Ein Duft für alle Tage. Und das ist wirklich ein Parfum, was man so noch, wie ich finde, nirgendwo gerochen hat. Sehr eigenständig, sehr eigenartig auch. Extremst, extremst schön gemacht. Gefällt mir sehr gut. Leichte Holzansätze am Rand, um das Ganze ein bisschen zu rahmen. Wunderbar gemacht, also. Da rede ich ja schon. Seitdem ich diesen Duft vorgestellt habe oder über die Sorcinelli-Düfte gesprochen habe, rede ich ja immer mal davon, dass ich diesen Duft unbedingt als Vollflacker haben möchte. Und bislang kam es noch nicht dazu. Vielleicht mal demnächst. Den nächsten Duft, den ich dir hier vorstellen möchte, ist aus dem Hause Unui Nomad aus der Oman-Reihe der Sugar Leather. Und das ist ein Duft, der von der Namensgebung her meiner Ansicht nach ein bisschen fehlgelaufen ist. Denn besonders viel Zucker und auch Leder nehme ich hier nicht vor. Eine Lederkomponente spielt sicherlich am Rand ein bisschen eine Rolle, um etwas Tiefgang zu geben. Aber in erster Linie, finde ich, haben wir hier einen gourmandigen, süß-warmen Duft, der sich doch schon sehr prominent um das Karamellthema dreht. Sehr schön verführerisch, sehr schmeichelhaft, ein anschmiegsamer Duft, ein toller Gourmand, wie ich eben schon sagte, mit dem man im Winter sicherlich nicht viel falsch machen kann. Hier und da vielleicht ein Eckchen einfach gestrickt, aber ich meine, gerade das macht hier in diesem Themenkreis den Charme aus, um ja gut zu funktionieren und nicht ganz so sehr auf die Pauke zu hauen und die
Trompeten hier erklingen zu lassen, wie auch immer. Einfach ein schöner, dunkler, germaniger Duft mit dem gewissen Etwas. Wunderbar, hält gut, projiziert gut, Unisex tragbar, keine Frage. Ist auch nicht zu teuer, bekommst du auch in sehr angenehmen kleinen ML-Abstufungen zu kaufen, wo man wirklich nichts falsch macht. Also Sugar Leather hier von Une Nuit Nomade, ein weiterer Duft, den ich dir hier vorstellen möchte. Und zum Schluss der Abfüllung, danach haben wir noch zwei, dann ist das hier für dich geschafft oder für euch. Whisky Nobila aus dem Hause Farmacia Annunziata. Den habe ich hier nochmal drauf. Ein ebenso wundervoller Duft, bei dem ich mittlerweile die Whisky-Note etwas mehr wahrnehme als noch zu Anfangszeiten, als ich diesen Duft mehr oder weniger frisch entdeckt habe. Dazu einen leichten Kaffee, dazu eine, was ist das, eine leichte Erdigkeit von Patchouli, etwas Kakao für dieses süß, warme, behagliche Thema und alles in allem einfach ein ganz, ganz toller Duft mit dieser Süße, mit dieser Wärme, mit diesem alkoholischen Akkord, der aber dieses verruchte, dreckige und etwas vielleicht auch hinterhältige mit sich bringt. So, das ist schon, aber alles in allem ein sehr, sehr schöner Duft. Ich finde ihn kreativ. Einige sagen hier so ein bisschen, das ist so die Schnapsnase oder bei diesem Duft riecht man wie dieser verkappte Säufer oder das mal ein bisschen überspitzt formuliert. Das sehe ich nicht ganz so. Ich finde, so schlimm ist es nicht. Es tendiert durchaus in die Richtung, wenn man das vielleicht manche Noten ein bisschen prominenter wahrnimmt, als ich das eventuell kann. Aber nichtsdestotrotz, sehr, sehr schöner Duft. Sehr kreativ, sehr angenehm, gute Haltbarkeit, gute Projektion, Unisex tragbar, keine Frage. Und schöner Duft, wirklich schön. Und ich meine, die sind auch nicht zu teuer, die Farmacias. Hab mir aber die Preise nicht vorher angeschaut, aber ich meine auch so im Hinterkopf zu haben, dass sich das noch im Rahmen hielt. Zwei haben wir noch. Xerjoff, Torino 22. Auch auf diesen Duft, da habe ich schon so das ein oder andere Lobeslied gesungen. Zu Recht, wie ich finde, nach wie vor. Hat überhaupt gar nichts zu tun mit einem Torino 22. Ich meine, marketingtechnisch wäre es hier cleverer gewesen, diesen Duft eigenständig zu präsentieren. Mit eigenem Namen, einer anderen Farbgebung, damit das gar nicht erst in dieses Torino-Thema reingeht. Fortinots, Kommandante oder, sondern diesem Duft hier einfach eine eigene, ja, wie sagt man, Aufstellung quasi zu gewähren. Aber das ist halt meiner Ansicht nach, meiner bescheidenen Ansicht nach. Sehr, sehr schöner Duft, hat eine gewisse Frische, eine leichte Würze, hat diesen Safran zu Anfang, diese kreative Eukalyptusnote, unendliche Projektion, unendliche Haltbarkeit, ein ganz, 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 ganz krasser Komplimentemagnet, das unterschätzen sehr viele. Dieser Duft kommt im Umfeld extremst gut an und er wird wahrgenommen. Auch wenn er merklich mehr in das frische Thema hineingeht, als manch anderer Xerjoff beispielsweise, hat er dieses Potenzial, sich extrem weit weg von deiner Haut zu bewegen, zu anderen Leuten zu gelangen, die ihn sehr positiv auffassen. Also ein wirklich schöner Duft, der überraschend lang hält und der mich generell in jeder Hinsicht überrascht hat, weil ich von ihm dachte, ja gut, wir haben Torino 21, schöner Freshie, gefällt, nichts Besonderes, aber gefällt eben, verkauft sich gut, keine Frage, toller Duft, aber einfach. Torino 22 dachte ich mir so, ja, okay, jetzt melkt man die Kuh, bis sie umfällt. Okay, aber nein, gar nicht. Wirklich gar nicht. Sehr, sehr schön. Respektabler Duft. Ich merke schon, ich kann gar nicht aufhören, an diesen Duft zu riechen. Toll, wirklich toll. Habe leider nur so ein Pfützchen Restflakon. Und ja, mal sehen, also auch von diesem Duft würde ich mir gerne einen vollen Flakon holen, damit ich ihn ohne schlechtes Gewissen öfter draufhauen kann. Und dann natürlich noch in diesem Themenkreis darf er nicht fehlen, mein wunderschöner Vidian London. Habe ich noch mehr lieben gelernt, als ich verglich den Siage von Kinetic Parfüm mit diesem Duft. Da habe ich ihn mal wieder rausgegraben, weil er natürlich sein musste im Rahmen des Vergleichs. Und mal wieder holte er mich ab, diese wunderschöne Himbeernote mit diesem Lederakkord, prominent, aber nicht überfordernd, nicht im Mittelpunkt, alles wunderbar zusammengewoben, geht dann über ein leichtes, dezentes Blumenbeet hin zu einem wunderbar wärmenden Vanilleboden-Akkord, wenn man so möchte, ringsrum ein ganz toll, extremst fein ausbalancierter Duft, ein Meisterwerk ohnegleichen,
gibt es ein separates Video hier bei mir auf meinem Kanal, kannst du oder könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Haltbarkeit, Projektion, sehr, sehr stark. Die Präsentation vom Flakon über die Umverpackung, ganz toll, wunderschön. Unisex tragbar und damit bin ich raus für dieses Video und da haben wir ihn nochmal in der Kamera. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, hier war ein bisschen was dabei. Vielleicht eine schöne Anregung, die eine oder andere Idee. Ich rieche nochmal am Reliquia. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.